Soderlein, hauen wir rein. Jagdfestival muss heute sein. Hüpfen wir ins Lufttaxi rein. Das bringt uns dann zum Theaterviertel fein. Und dort hauen wir dann in die Fressen der Monster hinein. Die Musik hatte ich schon ganz vergessen. Oh yeah. Euch auf solch billigen Stehplatz mit den ganzen Pöbel zu verweisen, das ist schon ein dreistes Stück, also wirklich. Ah, aber seht doch nur diese Aussicht. Ho, ihr habt ja recht, man kann die ganze Burgstadt überblicken. Oh, Prinzessin, seht nur, dort drüben ist Meister Vivi. Ah, was macht denn Vivi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch an. Vivi, du schaffst es. Vivi, Vivi, Vivi! Vorwärts, Meister Vivi! Ah, seid vorsichtig! Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen! Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig davonlauft! Euer Gegner ist ein Monster, da ist Angriff die beste Verteidigung! Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen Zidane verlieren! Hört ihr? Ja, das ist es! Jetzt aber ran an den Feind! Oh, so schlagt doch endlich zu! Vivi, hinter euch! Wir haben Feuer und Flamme. Gebt alles, Meister Vivi! Mit Feuer und Flamme dabei. Okay, ich glaube, im Einkaufsviertel war hier großes Highlight. Da war dieser Zackner, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, helft mir doch! So, helft mir doch! Hilfe! Da ging es mal ein bisschen zu plötzlich. Hm? Nehmen wir mal kurz platt. Und dann würde ich sofort zum Zackner gehen. Und ich denke, wir lassen Vivi gewinnen, weil Karten sind cool. Karten wollen wir haben. Schwanzhieb, verfehlt. Yeah, so geht das. Katsching. Oh ja, das zieht viel ab. Meine Güte. Die Gegner sind nicht für uns gewappnet. In Führung. Zidane mit 10 Punkten. Taubenopa. Was sind das nur für Verrückte, die die Bestien hier frei herumlaufen lassen? Ich wäre beinahe gefressen worden. Da den Vogel schnappen wir uns noch, oder? Oh, nee, der Vogel will uns nicht schnappen, in Ordnung. Freya mit 18 Punkten in Führung. Okidoki. Da will der Vogel uns noch angreifen. Können wir den noch? Kriegen wir den noch? Ja, super. Überhaupt Monster zu finden ist schon schwer genug. Guck mal, wie die Zeit auch läuft, während wir in den Kampf und aus dem Kampf rausgehen. Absolute Frechheit ist das. Und der ATB-Balken. Voll schnarch, Mann. Wenn man Kampf auf langsam gestellt hat, hat man noch weniger Chance. Rakadus, auf geht's. Dann ziehen wir doch bestimmt auch fett viel ab, genau. Ein Schlag weg. Und für den einen Schlag haben wir jetzt, was, 2 Minuten verbraucht oder so? Meine Güte. Bringt auch nur 2 Punkte, so ein Rakadus. Ihr veräppelt mich ja wohl. Wie willst du da 18 Punkte machen? So, dann rüber ins, ich glaube, es war das Einkaufsviertel, wo man hin musste für den Zackner. Ich weiß aber nicht, ob das an irgendeine Minutenzahl Ivan, wer ist denn das, gekoppelt war. Ob man so mindestens bei 5 Minuten oder so sein musste, um das irgendwie zu gewinnen, zu verlieren, zu irgendwas. So, ja, das Monster ist weg. Ja, aber wir dürfen auch. Dankeschön, wobei der hat so wenig Punkte gegeben. Ne? Nee. Der kann mich erinnern. Das hat mich damals tierisch genervt. Und die PlayStation 1 war ja damals noch langsamer. Das heißt, es hat noch länger alles gedauert. Und bis man überhaupt einen Kampf hinter sich hatte, war eine ganze Minute oder zwei verbraucht. Voll Hardcore. Mit normalen Gegnern. Wenn es nicht diesen Zacken dann gibt, 0 Chance. Wee. Ja, das lohnt sich hier wenigstens. Ein paar Kämpfe hintereinander weg. Aber wir wollen ja gar nicht, dass Zidane gewinnt. Wir wollen ja, dass Vivi gewinnt. Wir wollen ja die Karten. Gil kriegt man so viel man will. Ne? Und das Date mit Lilly, das ist bestimmt eh nur beschummelt. Beschummelt. Und Vivi will das Date eh nicht. Der ist ja, der tickt ein bisschen anders, nicht wahr? Genero mit 45 Punkten. Jetzt, wo wir aufgeholt hätten. Ne? Bam, der nächste. Was haben wir da? Ein Isegrim. Den schnappen wir uns. Haben wir da einen Zufallsangriff, weil wir von hinten angegriffen haben oder so? Ihr habt euren Gegner überrascht. Die Zunge von dem Isegrim. Ich bin ein Isegrim. Ich beiß dich gleich. Reißzahn. Hups.
Zieht sogar ganz gut ab, ne? Oh yeah. Bam, wieder, bam, bam, bam. Oh, Zidane in Führung. Wie aufregend. Wie aufregend. Wir haben tatsächlich mal überholt. Und hier war mal der Zanga. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um einkaufen zu gehen. Dann habe ich es wohl falsch in Erinnerung. Ich habe gedacht, hier wäre der. War er wohl nicht. Habe ich mich getäuscht. Wie war denn das dann? Vivi ist in Führung. Klasse! Super gemacht, Vivi! Und jetzt? Was hier vielleicht? Ich hatte mir Erinnerung, dass es hier irgendwo war. Nee, doch nicht. So, können wir nicht in Kampf gehen? Lauf mal dreimal drumrum, ganz toll. So, schauen wir doch mal. Ein Isegrim. Ist aber auch immer nur ein Monster. Ich hätte mal gerne so ein Rudel. 50.000. 590 Millionen. So soll das aussehen. So, wie sieht's aus? Hier ist doch nicht der Kampf, den ich erwartet habe. Irgendwo hier hatte ich den Zagna in Erinnerung. Aber vielleicht ist es ja doch an ein Zeitlimit gebunden. Vielleicht 5 Minuten oder so. Und dann ist er erst in dem Viertel hier zu finden. Wer weiß, wer weiß. Saugen. Ist ja hier Draw, Final Fantasy 8. Und, was kriegt er? Entweder Lebenspunkte oder Magiepunkte. Ich habe jetzt nicht auf meine Lebenspunkte geachtet. Was ist denn wahr? Aber hier scheint Sackgasse zu sein. Oh, Freya hat aufgeholt. Ich meine, immer noch besser, dass Freya gewinnt, als dass Zidane gewinnt, weil Gil ist echt nicht... Hey, Vivi! Oh, können wir dich da irgendwie beschützen? Ja, guck mal, Vivi. Wobei ich natürlich gewollt hätte, dass du ihn bekämpfst, aber... Dann kann ich alles haben. Und jetzt in Isegrim kloppen. Was hat der gegeben? 10 Punkte oder so? Könnten wir uns tatsächlich in Führung wieder begeben. Unabsichtlich. Und? Ivan liegt vorne? Nein. Zidane liegt in Führung. Was, wenn wir hier in diese Richtung gehen? Hier geht's aus der Stadt raus oder so? Nee? Auch kein Monster. Wen haben wir denn da? Schon wieder ein normaler Bürger. Schiedsrichter. Wenn ihr während des Festivals die Stadt verlasst, werdet ihr sofort disqualifiziert. Das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwie noch beeinflussen, dass Vivi gewinnt. Freya liegt vorne. Okay, besser so als ich. Accessoires. Aber hier können keine Monster sein am Bahnhof. Ne? Nee, es war das Industriegebiet. Ich bleib hier. Ich laufe noch eine Runde. Guck, ob er vielleicht doch noch auftaucht. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich könnte einmal nochmal aus dem Gebiet raus und wieder reinladen, jetzt um die 5 Minuten Nummer rum, so. Aber ich weiß ja nicht, Also spawnen tun die Monster auch nicht mehr. Was sagt die? Danke. Kein Problem, was hast denn du da hinter dir? Ein Chihuahua oder so. Hier kann man nicht rein. Nein, nein, nichts da. Okay. Jetzt sind wir bei unter 5 Minuten. Jetzt könnte es ja irgendwann passieren, oder? Dass der Zange. Hier sind Schweißgurken. Können wir die irgendwie nehmen? Nee. Gibt's auch keine versteckte Truhe noch oder so? Nee. Freya ist in Führung, ja, besser so als ich. Das ist schon in Ordnung. Soll sie die Führung ruhig behalten. Ich latsche hier noch ein paar Kreise. Nee, hier war er ganz sicher nicht. Der war da entweder rechts oder links. Ich würde jetzt. Wir waren ja gerade links, jetzt gehen wir einmal rechts. Da ist er. War's doch zeitgebunden. Hilfe, Zidane! Rette uns! Hey, kommt gefälligst hierher! Ich bin dein Gegner! Was für ein Brocken! Zidane, ich stehe bei dir! Ich stehe dir bei! Lass mich den Todesstoß versetzen! Es geht für mich um eine Verabredung! Du bist schon ein hoffnungsloser Fall! Sagt die Freya. So, und sie war so der Dragoon-Charakter mit der Lanze und sie kann springen und so. Voll stylisch. Aber wo ist Vivi? Ich brauche Vivi. Scheibenkleister. Was hatte sie denn? Dragotech. Nichts. Sprung in Ordnung. Aufspießen. Aua, aua.
Ja, irgendwie, man konnte die beiden, musste man die, dass die K.O. gehen. War das irgendwie so? Ja, irgendwie so war das, oder? Wenn ich Freya und sie dann K.O. gehen lasse, dann wird's Vivi. Yeah, Speer, wie stylisch, oder? Oh Mann, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler. Ich bin mir sicher, ich könnte noch platt machen. Aber wir versuchen es mal so. Hau dich mal selber. Experiment. Sie zieht sich ja nicht mal so viel ab, wie ich erwartet habe. Ein Sprung auf sich selber. Die Zeit haben wir noch, falls wir sie jetzt nicht schnackseln. Das probiere ich mal aus. Kannst du Sprung auf dich selber machen? Nee, das wäre zu bescheuert. Aber jetzt müsste es reichen, um sich selber zu schnackseln, oder? Sehen wir mal, was passiert. Experiment, Jagd, Festival, sich selber umschnetzeln. Was passiert? Zidane, Freya, ihr scheidet leider aus. Und jetzt? Der Vivi-Gewinner ist Vivi? Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Zip! 142 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Zirp! Theaterschiffkarte. Das ist irgendeine super gute Karte. Ich denke, damit haben wir das Beste. Meisterschütze? Ich nehme mal an, dass... Viva la Vivi-Trophäe erhalten. Lasset den Vivi gewinnen. Gut gemacht, Meister Vivi. Hör auf, ich werde gleich rot. Kannst du das überhaupt? Schwarzgesicht. Also so richtig, richtig schwarz. Großherzog Sid. Oh je. Oh je. Oh, bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber ich bringe eine Nachricht vom König von Bomegia. Eine Nachricht vom König von Bomezia? Eure Exzellenz, aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin, der Mann ist blind, die Augen durch Magie verbrannt. Zirp! Wie lautet also die Nachricht? Zirp! Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Oh je. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das königliche Bomezia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken. Zirp! Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Bomezia. Schnell, zirp! Bring diesen Mann sofort zu einem Arzt! Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Bomegia. Minister Oberta sagt, was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die Grenzen patrouillieren, zurück. Zirp! Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Bomegia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen. Also wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber Mutter hat Bomezia angegriffen. Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffsflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für einen Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob es dir passt oder nicht, ich komme mit. Danke, Zidane. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lasst uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unsere Gegner. Zirp! Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder Zidane? Ich muss sofort zur Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Das könnte natürlich klappen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Zidane?
Bitte, bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lili. Da tobt ein Krieg, da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lili, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig. Und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber, ihr beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte. Zirp! Seine Exzellenz hat recht. Wir müssen unverzüglich nach Bromekia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Zirp! Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen. Zirp! Das ist natürlich nicht schlecht, gerade nach dem Jagdfestival. Bisschen Energie tanken. Ist schon gut. Ui, gleich so. Guckt's euch an. Pompös! Das sieht köstlich aus. Lauter gute Sachen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert. Seit über 500 Jahren schon. Zirp! Am besten isst man ihn mit den Händen. Lasst die Etikette sein und haut rein. Zirp! Na dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Alle, komm, achten wir mal auf Freya. Isst sie irgendwas? Schmeckt super. Also das war eher... Schmeckt super. Oh. Sie sagt gar nichts, aber isst auch irgendwie nicht. Sehe ich das richtig? So, edles Futter gibt's nicht alle Tage. Also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir ja eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Ja, isst sie auch was. Okay, ich habe schon gedacht, sie findet es jetzt unhöflich und will gehen. Aber wenn das Tor nicht offen ist, kann sie ja eh nicht gehen. Vom allerfeinsten der Braten. Oh ja. Oh, so gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Oh, überaus schmackhaft. Oh. Ihr sagt es, eine seltene Gaumenfreude, fürwahr. Oh, jetzt ist er aber richtig. Ich bin so voll, ich werde ja ganz schläfrig. Oh. Oh je, das sieht nach einem Plan aus. Lili? Oh nein, wurden wir vergiftet? Oh nein, ach, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin. Ich hätte vorkosten sollen. Dann wäret ihr... Oh. Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eure Portion habe ich keines getan. Nanu! Ja, jetzt, wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zidane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zweck einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Bometia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in den alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben und was aus Mutter wird, oh, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Oh je. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es ist irgendwie ihre Rebellion, ihr Teenager-Alter. So, sie muss sich beweisen irgendwie. Es tut mir leid, Zidane. Ach ja. Schnell, beeilt euch. Tja. Lili, wo gehst du hin? Also irgendwas kriegt er mit. Oh,
Und jetzt war wupp, alle sind wach. Wie viel Zeit später ist das? Juck, Zirpe. Doch, da ist so gleich gesprungen. Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Hm. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zirp! Lilly sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr was davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen. Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Bomezia los. Hm, wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen. Zirp! Vivi, hoch mit dir. Brechen wir sofort nach Bomezia auf. Wir gehen durch die Gizamalukes-Grotte. Gleich hinter ihr liegt Bomezia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachentor. Zirp! Zackabung und los geht's. Okay. Dann würde ich gerne mal hier Ausrüstung checken, wenn wir dabei sind. Keinen neuen Stock. Was haben wir hier? Bessere Stärke. Ne, wir brauchen besseren Zauber, wenn, aber egal, schützt hier ein bisschen besser. Ziehen wir ihm halt die Zipfelmütze an. Was haben wir hier? Da lernt er noch Eis. Das lassen wir also. Hier haben wir bessere Klamotten, aber die sind nicht wirklich enorm viel besser. Und Wüstenstiefel sind zwar besser, aber er lernt nichts draus. Also lassen wir das. Was haben wir bei ihr? Bei der lieben Freya, der Jagdspeer, der macht schon Drachentöter für sie. Latexhelm, da haben wir jede Menge. Machen wir hier Level up, dann levelt sie schneller. Das ist super. Was haben wir? Gift und Galle soll sie erstmal lernen. Zauberküras, wunderbar. Und Accessoire, die Wüstenstiefel, lernt sie auch nichts von. Oh cool, sie ist schon Level 12. Ist ja cool. Dann würde ich sagen, weil... Ups, das war zu schnell. Weil Vivi am schwächsten ist von so Abwehrzeugs und so, kriegt er das Accessoire. So, dann bringt ihm am meisten. So, Abilities. Hatte er immer noch keine, nehme ich mal an, oder? Habe ich nicht aufgepasst? Nee, da waren mehr aktive Sachen dabei, genau. Und sie soll dann anlegen, Drachentöter und, was war's? Body Level Up unbedingt. Was war Bodyguard? Opfert sich selbst und schützt einen Verbündeten. Nee. Verhindert blind ist super. Verhindert Gift und Galle ist super. Bodyguard brauchen wir gerade nicht. Nee, passt schon. Alles klar. Dann ziehen wir los. Jede Menge Heil-Items sollte man eigentlich haben. Wir gehen ja ohne Heiler los, ne? Das sind ja alles. Genau. Das sind. Sie ist wie ein Dragoon. So, und er ist ein Dieb und er ist ein Schwarzmagier. Drei Damage-Dealer ziehen hinfort. Erdgeschoss dann? Müsste doch dann. Warte, wo ist dann das Erdgeschoss? Das weiß ich gar nicht. Ach du Schreck. Ja doch. Scheint richtig zu sein. Alles klar. Schwupps. Und hier, Erddrachentor. Geht's hier lang? Ja, wunderbar. Bis zum Erddrachentor. Einmal das andere abchecken. Man weiß ja nie. Vielleicht steht da dann beim Wasserdrachentor irgendeine coole Truhe oder so. Irgendwas Geheimes, was versteckt ist. Schlebam. Nein, niemand. Okay. Ah doch, da drüben. Da glitzert eine Truhe. Her damit. Ching, ching. Eine Karte. Können wir mit dir einmal Karten spielen, wenn wir gerade dabei sind? Nein, können wir nicht. Wenn du hier weitergehst, kommst du zum Hafen. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, steht der Verkehr still. Der Nebel ist schlecht für die Gesundheit. Also wäre es besser, wenn du hier bleibst. Okay. Einmal gucken kann man ja, oder? Ja, cool. Hier sind wir am Hafen. Tatsächlich. Guck dir das an. Ist das hier das Tor? Nee. Ich hab schon gedacht, das sei das Tor, wo wir die Tantalus-Bande gesehen hatten. Wo sie nicht lang konnte. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir werden es nicht rausfinden. Ne? Erdgeschoss direkt zum Erddrachentor. Guck mal, von hier aus. Cool. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen erst zur Mitte und dann aussteigen und dann erst hierher. Aber top. Oh, wen haben wir denn hier? Bist du zufällig Monte? Nee. Morgnet, einen Brief von Stilskin. Toll. Kennst du Stilskins? Lass uns den Brief lesen, Kupo. Von Lindblum aus bin ich erstmal nach Norden und ich quere Gizamalukes Grotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also Fuß in das Königreich Bomezia. Und es stimmt, was alle sagen. Es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Es ist also Bomezia gegangen, Kupo. Ist das denn nicht gefährlich, Kupo? Ja, doch, ist es. Aber er sucht ja das Abenteuer, nicht wahr? Dann speichern wir mal.
So, speichern. Daten überschreiben. Und gespeichert. Ach so, natürlich. Nicht den Fehler nochmal machen. Mognet nochmal. Aber nicht. Ich hätte so gerne einen Brief. Nee, wir sollen für ihn nichts überreichen. Okay. Was haben wir denn hier? Hausierer. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um daraus in den Nebel zu gehen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut aus mit meinen Waren. Haha, ja, dann zeig mal los. Ja, unbedingt. Wir haben ja keinen Heiler dabei, habe ich ja gerade erst gesagt. Dann übertreiben wir es ruhig mal, oder? Richtig viel von allem. Jetzt brauchen wir das Geld ja wirklich nicht mehr. Und hier Goldnadeln auch, natürlich. Wir werden ja hier wahrscheinlich wie blöde auch leveln mal zwischendurch. Und deswegen werden wir da auch gut Geld machen zwischendurch. Dann geben wir hier jetzt auch mal fett was aus. Alles klar. Hat die noch was zu sagen, die Wache? Wenn ihr nach Bumizia wollt, dann durchquert die Zamalukas Grotte und die liegt nördlich zwischen den Bergen. Hier und da wuchern Wurzeln aus dem Erdboden hervor. Folgt denen einfach und ihr könnt sie einfach gar nicht verfehlen. Okay, dann gehen wir raus in die freie Welt. Oh yeah. Strand. Gibt es da spezielle Kämpfe am Strand? Lassen wir mal sehen. Ja, natürlich kommt ein Kampf vor am Strand. Ist ja klar. Und, wen haben wir da? Neue Gegner. Käfer mit Speeren. Okay, die Gegner haben schon Waffen. Machen wir mal hier und die fliegen. Oh, Feuer. Und greifen alle an. Mal gucken, ob das schon reicht. Hatte sie inzwischen irgendeine Fertigkeit? Ne, das war alles passiv. Bam, und alle weg. Nein, krass. Greift sie mal normal an. Er greift mal normal an. Lanzette. Ist das ein süßes Geräusch. Pick. Oh, die zaubern selber Feuer. Spakophanten. Kriegt ihr einmal Blitz. Ihr fliegt. Das wäre so ein Klischee. Ja, so ein Pokémon. Fliegende Gegner sind anfällig gegen Blitz. Boah, halten die viel aus. Sogar noch ein 104er ist das krass. Ja, gut was ausgehalten, meine Güte. Dann gucken wir mal, ob ihr Blitz aushaltet. Aha! Auch nur 68. Meine Güte. Bin gut dabei. Sind gut dabei. Vielleicht ist wirklich Zeit zum Trainieren. Und? Nein? Krass. Aber jetzt greife ich nur noch normal an. Das andere ist Mana-Verschwendung. Meine Güte. Das ist krass. In Ordnung. Die zieht ja auch gar nichts ab, krass. Ja, dass der wenig abzieht, ist klar. Also sie muss wohl Sprung einsetzen. Sonst zieht sie echt nichts ab. Gucken wir mal, wie viel zieht sie mit Sprung ab, falls es überlebt. Er überlebt es, weil wir verfehlen. Und jetzt müsste irgendwann ein Sprung runterkommen. Schlebäm! Wo bleibt's? Der Speer. 312 dafür. Meine Popokanone, was ein Unterschied. Entweder so 50 oder 312! Die greift mir nie wieder normal an. Egal. Wir machen hier mal Schluss, würde ich sagen. Ich trainiere dann ein bisschen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Fresh und trainiert, wir sind ja eh bei der halben Stunde Grenze. Tschüssikowski, reingehauen, wieder schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski und bye bye.